Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 1001. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen rumgespielt. Wir sind offiziell jetzt, wo bin ich? Einen Moment. Wir sind offiziell jetzt oben, ihr seht es, in der 1.20.1, wohlgemerkt. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Wir sind da drin und wir können jetzt endlich die ganzen coolen Sachen machen. Wir können jetzt endlich Kirschblütenbäume holen, bedeutet, jetzt kann ich es ja sagen, wir können endlich den scheiß Kanal fertig bauen. Aber bevor wir das machen, ihr habt es eventuell gestern in der 1000. Folge gesehen. Wir müssen einmal ganz kurz nach Villa Hügel. Da ist nämlich etwas, was ich sehr peinlich finde, dass es da ist, dass ich das vor allem nicht wusste. Passt auf. Ihr seht doch hier die ganzen Schulker-Chests, ne? Guck mal, was da drin ist. Red Sand, okay. Farben, Concrete und Terrakotta, Diorite und super viel weißer Concrete und weiße Sachen. Die ganze Kacke, die wir eh brauchen. Sandstone, das ist nicht so besonders. Das ist, glaube ich, sogar noch von der Megabase, bevor es den Berg gab. Noch mehr Diorite, noch mehr Sand, den wir brauchen. Ein bisschen random Zeug, weiß ich jetzt nicht, was das damit auf sich hat. Und noch ein bisschen random Zeug. Also ich würde fast sagen, wir schmeißen den Kappes hier jetzt einmal kurz in die Kiste. So. Und dann können wir die hier nämlich schon mal mitnehmen. Da ist, hier ist halt auch eigentlich nur Müll drin. Ja, keine Ahnung. So, aber das hier nehme ich mit. 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 Und die beiden können eigentlich hier bleiben. Die braucht keine Sau. Es sieht noch ein bisschen komisch. Ach ja, wir haben andere Holztextur. Das ist auch neu. Ansonsten, das sieht irgendwie ganz komisch aus. Ich weiß nicht, ob ich das lasse. Wir sind, wie gesagt, ja jetzt in der 1.20. Und da konnte man beim Customizer von Sphax nochmal alles durchgehen. Deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, ich habe die Holztextur so ein bisschen satt. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir einfach mal was Neues. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Upgrade ist oder ob es scheiße aussieht. Das ist jetzt gerade erstmal ein bisschen ungewohnt. Aber wie dem auch sei. Eine Sache machen wir jetzt aber sofort, bevor ich das vergesse. Das möchte ich nämlich unbedingt hier in der Stadt haben. Und bevor wir, ne, die nehme ich vielleicht sogar mit. Bevor wir jetzt losziehen oder was auch immer, weil, ne, neue Staffel, neues Glück, wenn man so will. Wir gehen natürlich jetzt erstmal ganz gediegen, aber ganz gediegen, auf große Tour. Und das Gute ist, dass wir diesmal wirklich unfassbar viel Platz dabei haben, weil die alle leer sind. Was brauche ich denn? Was muss ich mitnehmen? Das ist die wichtigere Frage. Ein Bett brauche ich zumindest nicht, das weiß ich, weil die Nächte ja nur 3 Sekunden lang sind. Ich brauche eigentlich nur meine Raketen, die ich gerade nicht finde. Hier ist noch eine leere, die können wir auch noch mitnehmen. Wo sind die Raketen, Amina? Nee, nee, nee. Ach, hier sind sie. Warum ist das jetzt rot? War das vorher auch rot? Ich weiß es nicht. Wir nehmen die Raketen mit, packen die aber in eine andere Kiste. Und da habe ich ja jetzt gelernt, irgendwie geht das. Zack, zack. Zack, 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 zack und zack. Perfekt. Dann haben wir die hier volle Raketen. Der Rest ist leer. Nein, hier sind noch Farben. Dann packe ich die hier hin, weil ich brauche keine Farben mitnehmen. Wäre ein bisschen random. So, die sind aber alle leer. Ich weiß nicht, warum der hier einen Tag hat, aber der ist trotzdem leer. So, wir haben noch irgendwo ein Bett nehme ich mir noch mit und eine Ender-Chest nehme ich mir auch noch mit. Auch wenn hier nicht unbedingt irgendwas drin ist, was man brauchen könnte. Raketen haben wir. Elytra, die ist noch gut, aber ich nehme mir noch 1, 2 weitere mit. Nur für den Fall der Fälle. Und dann brechen wir auf. Ich habe die ganzen Chunks wiederum um die Welt gelöscht. Hatte ich euch das schon erzählt? Ich weiß es nicht. Also der Shader ist doch jetzt auch irgendwie, oder? Ich habe keine Ahnung. Alles ist alles ein bisschen komisch. Es war gerade so ein Krampf, überhaupt dieses ganze Zeug wieder zu installieren, weil Fabric hat sich auf einmal gedacht, nö, Digi.
Dann ging es, ursprünglich ging es nicht, weil ich die API vergessen habe zu installieren. Gebe ich zu, war dumm. Dann ging es nicht, weil es nicht ging. Weil ich habe das erst über Iris und Sodium, also mein Shader quasi, installiert. Und der installiert gleich Fabric mit. Das hatte aber nicht geklappt. Deswegen habe ich jetzt nochmal Fabric erst installiert. Und dann die ganzen anderen Sachen. Und das hat jetzt geklappt. Hat mich wahrscheinlich eine Stunde gekostet, aber solange wir jetzt zocken können und ich endlich aufnehmen kann, wo ich richtig Bock drauf habe, ist mir das egal. Ich hoffe, wir finden jetzt schnell irgendwas Neues. Ich weiß tatsächlich aber auch nicht wirklich, was hier überhaupt als nächstes kommt. Hier sieht mir aber alles noch so aus wie vorher, was ich ziemlich beschissen finde. Weil wofür habe ich es denn gelöscht? Und das ist hier halt auch nicht schön. Ich will einen Kirschblütenwald und ich will ein Kamel finden. Am besten ein Kamel in der Nähe, weil ich habe keinen Bock, 8000 Jahre damit zurückzureiten. Aber ein Kirschblütenwald wäre mir egal, wo der ist. Hauptsache, wir finden ihn jetzt. Wir haben ja Zeit, ne? Die 1000 ist hinter uns. Jetzt können wir erstmal sehr lange wieder durchatmen und chillen. Der nächste Meilenstein, der dauert jetzt. Der dauert jetzt mal wieder knapp 3 Monate, etwas mehr. Und 1100 ist jetzt wirklich nichts so Besonderes, deswegen. Ja, ne? Machen wir mal so. Auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ich habe ja immer noch den tollen Kameramod installiert. Damit ist es zumindest für euch ein bisschen interessanter, als wenn ich die ganze Zeit nur eine Sicht hätte. Denke ich mir zumindest, dass ihr das besser findet. Ich hoffe es. Ich werde es jetzt auch nicht wegmachen. Aber ein Mod, den ich zum Beispiel vergessen habe, ist, dass das Schild die ganze Zeit hier in der Fresse hängt. Ich dachte, ich habe es installiert. Ich habe es nämlich schon zwischendurch 2-mal installiert gehabt, als es dann nicht geklappt hat. Aber jetzt, wo es geklappt hat, habe ich es wieder nicht installiert. Das ist auch wieder typisch. Kann hier mal was anderes kommen außer Schnee? Ah, ist doch kacke, Alter. Wie findet ihr eigentlich die Ansicht? Habe ich gerade eben erst rausgefunden, dass man bis zu 100 Blöcken weit weg zoomen kann. Das ist gefühlt unsere komplette Render-Distance. Ich weiß nicht genau, was das bringt. Ne? Hier ist ein Dorf. Waren wir hier schon? Wir waren hier bestimmt schon mal. Ja, man sieht halt. Sieht man ein bisschen mehr eigentlich nicht. Weil das ist ja quasi nur, dass wir dann den Typ da im Bild haben. Weil ob ich jetzt so fliege oder so fliege, das ändert am Blick ja nicht wirklich irgendwas. Da oben ist ein Ruined Portal, was mir neu aussieht. Da gehen wir mal eben hin. Ja, hier waren wir noch nicht. Okay, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Oder wir haben es einfach nicht gelootet. Das kann natürlich auch sein. Ice Spikes, aber nur einer. Da hinten sind noch ein paar. Ich wusste, es war die falsche Richtung, in die ich losgeflogen bin. Der Westen bringt irgendwie immer Unglück hier in der Welt, weil hier ist nur Schnee. Überleg mal, wie weit wir schon weg sind. Muss ich sogar hier so drücken. Wo sind wir? Minus 4,8 und 400. Naja. Das ist 5000 Blöcke und nur Schnee, das ist super. Das macht richtig Bock. Und irgendwie sieht meine Rüstung anders aus, weil dieser Schimmer von der Verzauberung nicht so sehr zu sehen ist. Ist sie noch verzaubert? Ja. Okay. Hier sieht's aus, als wäre der Shader gar nicht an. Was ist hier los? Also 1.20, super Update. Kann ich nur jedem empfehlen. Immerhin ist jetzt endlich der scheiß Schnee vorbei. Wir könnten eventuell ja auch /locate machen. Weil eigentlich, ich habe recht viele Ideen für die Stadt. Jetzt habe ich die eine Idee auch gar nicht mehr gemacht, die ich noch eben bauen wollte. Das geht auch eigentlich super schnell, aber habe ich jetzt vergessen. Lass mal kurz gucken. /locate Biome. Wie heißt das Ding? Ist das Cherry Grove? Aha. Minus 7,4, minus 1000. Also 7,4 haben wir fast. Aber minus 1000. Da müssen wir mehr nach da vorne. Okay. Das kriegen wir hin. Wir müssen, glaube ich, einfach nur einmal über den Ozean hier. Eine Sache, die mir auch noch auffällt. Normalerweise ist hier oben noch in ganz klein die Koordinaten angegeben. Haben wir jetzt auch nicht mehr. Habe ich wohl auch vergessen zu installieren. Oder es funktioniert nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde es nochmal versuchen. Ich bin froh, dass es jetzt überhaupt läuft. Weil ich hatte richtig Bock, jetzt wieder aufzunehmen, weil ich so viele Ideen hatte. Und ich will endlich die Kirschblüten haben. Da ist ein Monument. Und dann ging das die ganze Zeit nicht.
hätte ich zwischendurch schon fast keine Lust mehr. Aber ich habe für euch hab ich durchgezogen. Und deswegen sind wir jetzt hier. Ich hoffe, dass ich zumindest in dieser Folge nochmal Land finde, weil wir sind mittlerweile ja schon 10 Minuten dran. Hör auf zu flackern. Echt, hier passieren Sachen. Das gibt's doch nicht. Hier ist Land. Aber das ist nicht unbedingt, was ich meinte. So, lass mich nochmal... Nein, gucken. Zu viele Tasten. Minus 6, 7, minus 1000. Also eigentlich jetzt nur noch 700 Blöcke in die Richtung. Und dann sollten wir eigentlich genau da sein. Und dann werden wir alles niederrupfen, was irgendwas mit Pink zu tun hat. Wo ich gar nicht weiß, ob ich... Brauche ich eine Schere? Ich hätte eine Schere mitnehmen sollen. Oder zumindest Eisen. Ich bin echt vorbereitet. Ich nehme 8 Milliarden Schalker-Chests mit. Ja! Da ist es! Oh, jawohl. Pinke Bäume in Minecraft. Endlich! Und wir haben alle Biome. Also das sieht da so kacke aus mit dem Shader. Das ist ja der Hammer. Ja, ne? Dann würde ich sagen, lasst das fröhliche Abbauen beginnen. Ich nehme extra die schwarze Kiste, obwohl ich brauche die gar nicht. Das hier, scheiß drauf. Ich habe nicht zufällig Eisen dabei, oder? Nee, verdammt. Kriege ich die hiermit? Ja! Okay, ich brauche keine Schere. Die Blätter kriegen wir ja sowieso, wenn wir die Bäume abbauen. Ich nehme... alles hier mit. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ne? Ich will hier auch nie wieder hin müssen. Deswegen nehme ich alles mit. So. Und ich weiß, das wird dauern. Aber das ist egal. Weil ich finde die Art von Blumen und die Idee von diesen Blumen so cool. Und die werden wir überall voll spammen. Die ganze Welt wird pink, das sage ich euch. Und nicht, weil ich im Barbie-Film war, weil ich war tatsächlich noch nicht im Barbie-Film. Vielleicht gehe ich die Woche. Ich weiß es noch nicht. Sondern, weil ich diese... Die Art von Blumen gibt es einfach in Minecraft noch nicht. Die finde ich so cool. Und ich finde super cool, dass man die anordnen kann. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, mittlerweile ist die 1.20 ja nicht mehr so neu. Ne, du kannst ja halt 4 verschiedene machen, aber du kannst es unterschiedlich machen. In jede Himmelsrichtung. Guck, die 2 dicken, die sind immer an unterschiedlichen Orten. Oh, du brauchst die gar nicht mit Silk Touch, du kannst die auch so abbauen. Okay, ja, macht Sinn, das sind Blumen. Ich bin so ein Minecraft-Profi, ne? Man müsste echt denken, der Typ spielt das schon 1000 Tage. Irgendwann könnte das. Aber nein, ich bin nach wie vor unfassbar kacke. Wirklich, ihr seht es ja. So, bauen wir hier noch. Wir haben jetzt schon, glaube ich, wahrscheinlich viel zu viel davon. Obwohl, kann man davon zu viel haben? Ich weiß es nicht. Kann man die an der Seite? Nee, kann man nicht, okay. Das wär Overkill geworden. Dann wäre wirklich die ganze Welt pink geworden. Das sage ich euch. So habt ihr Glück gehabt. So wird nicht alles pink. Aber die Bäume, ne? Wir holen uns jetzt einen Baum. Scheiß drauf. Die Bäume, da warte ich drauf. Stimmt. Seit Anfang des Let's Plays. Weil ich halt auch schon vorher gedacht habe, können die mal bitte so Bäume machen? Ich weiß auch nicht, was da so lange dran gedauert hat, aber... Die Blätter sehen auch insane aus. Es sieht alles insane aus. Neues Lieblingsbiom. Bis auf den Shader, der sieht richtig kacke aus. Oh, die Setzlinge. Oh mein Gott. Kann man das machen, dass Setzlinge nicht wachsen? Ich weiß, das geht bei Dark Oak, weil die ja 4 Stück brauchen. Aber geht das auch bei anderen? Nee, oder? Weil die als Deko-Element, das wäre ja auch insane. Merkt ihr, wie hyped ich bin? Ich mache kaum eine Pause beim Reden, so hype bin ich. Nicht, dass ich sonst hier 20 Jahre immer nur sage oder pausen lasse, aber heute ist besonders. Aber heute ist auch ein besonderer Anlass, da kann man das auch mal machen. Geil, Alter. Ich hoffe, das wird gut aussehen, wenn wir es endlich gemacht haben. Aber endlich können wir den scheiß Kanal fertigstellen, weil da kommen komplett an der Seite, auf beiden Seiten, einmal komplett die Kirschblütenbäume drüber. Beziehungsweise die kommen an die Seite und die sollen dann da so rüber wachsen. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich auch viel noch irgendwie per Hand anpassen müssen. Deswegen hätte ich halt eigentlich gerne eine Schere, damit ich hier möglichst viel von den Blättern auch direkt mitnehmen kann.
Aber da habe ich nicht dran gedacht. So. Vielleicht haben wir aber... Wir könnten ja mal gucken, ob hier vielleicht... Wow, okay. Ja, never mind. Ich wollte gerade sagen, wir können ja gucken, ob da vielleicht ein bisschen Eisen drin spawnt in der Höhle. Aber das war ja mal überhaupt nichts. Ist ein bisschen schwer zu sehen, was hier von jetzt Blüten sind, also die Blumen auf dem Boden sind, und was hier von Setzlinge sind, weil das fällt halt echt kaum auf. Aber es ist ja wohl so geil, oder? So, nochmal ein Thumbnail. Ich freue mich. Das ist das einzig Gute an diesem Update. Weil der Sniffer, wie kann man dafür wählen? Verstehe ich nicht. So, übel unnötiges Viech, der findet Blumensamen. Wow! Super. Werde ich nie verstehen, dass der gewonnen hat. Also den werden wir uns auch nicht holen. Das könnt ihr euch jetzt schon abschminken. Will ich nicht haben, das hässliche Viech. Finde ich übel doof. Finde ich auch irgendwie gruselig, das Viech, weil der so riesig ist. Kamel ist ganz cool, I guess. Hanging Signs sind auch noch ziemlich cool. Die werden wir auf jeden Fall noch sehr viel benutzen, weil die passen in der Stadt halt perfekt. Die kann man da super oft und super gut irgendwie für benutzen. Wir machen ja heute noch eine Minute, komm, wir machen. Zur Feier des Tages machen wir ein bisschen Überlänge. Was soll der Scheiß? Was soll der Geiz? Was soll das denn? Man muss auch mal zeigen, wenn es einem gut geht. Gestern die Folge ist eh die längste Folge in der Geschichte von einem Let's Play. Meines natürlich auch. Ne? Die tausendste, die darf auch mal ein bisschen länger sein. Ich wollte auch heute eigentlich noch mal so ein bisschen was dazu erzählen. Aber ihr seht ja, wie auch in der tausendsten komme ich nicht dazu. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht gleich noch eine aufnehme. Ich wollte eigentlich gleich mal Abendessen. Aber wenn nicht, oder vielleicht danach. Vielleicht nehme ich noch eine auf und dann kann ich euch noch was dazu erzählen. Beziehungsweise ein paar Sachen erzählen, die ich eigentlich auch gern in der tausendsten erzählt hätte. Was aber zeittechnisch auch einfach nicht so wirklich ging. Und am Ende habe ich dann noch gedacht, ja komm. Lässt es jetzt so. Muss jetzt auch nicht nochmal abändern. Ich hatte ja eh nur 2 Tage für die komplette Folge. Was man, glaube ich, aber auch leider merkt. Aber das ist halt einfach meine Schuld, dass ich mich da nicht früher drum gekümmert habe. Aber gut. Ich bin trotzdem relativ zufrieden, wie die Folge geworden ist. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu viel von der Folge versprochen, aber... Ja, Problem. So, auf jeden Fall können wir jetzt endlich... Ich freue mich einfach hier durchzulaufen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Ich finde das so cool, ich finde das so schön, dass es endlich diese pinken Scheißdinger gibt. Weil sonst, vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr, als ich mit Glatzengünther, oder mittlerweile, keine Ahnung wie er heißt, gestreamt habe, da hatten wir auch pinke Bäume, aber das war halt modded. Und jetzt haben wir die endlich in Vanilla und das nochmal ein bisschen cooler. So, aber trotzdem, 18 Minuten muss reichen. Wenn es euch gefallen hat, ups, hier bin ich. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen, ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.